Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe rund um das Thema ATAS. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder live dabei sind und ja, dass der Referent Michael Burgstaller auch wieder diese Veranstaltung mit uns zusammen macht. Michael Burgstaller ist ATAS-Experte und für ATAS Deutschland entsprechend zuständig. Und ich bin sehr gespannt, was er ja, für Informationen rund um das Thema ATAS heute mitgebracht hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED und möchte zunächst auf den Risikohinweis dann entsprechend ja, hinweisen. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken und unabhängig vom Inhalt heute und nicht nur heute, auch wie immer müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es weniger ums Live-Trading heute geht. Ja, super, dann Michael, gebe ich dir jetzt den Bildschirm. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Fragen solltest du auch sehen können und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend. Erste Frage: Kann man mich gut hören und auch sehen? Ganz wichtig. Wir sind die ATAS-Webseite und hören dich gut. Sehr gut, sehr gut. Also, wir haben heute wieder mal ein Webinar und heute haben wir ein Thema, das was eher die Einsteiger betreffen wird. Das heißt, wir werden heute, nachdem wir jetzt über 20 Stunden Webinare auf FXFlat gemacht haben, die könnt ihr alle auf YouTube anschauen. Im Nachgang. Wir werden heute noch einmal, weil es sind sehr viele neue Leute dazugekommen, wir werden heute ein kleines Starter-Webinar machen. Das heißt, wir werden das, was ich immer mache bei jedem Webinar, ein paar Neuigkeiten durchgehen und dann werden wir uns eben von der Webseite bis zur Plattform kurz und bündig durcharbeiten, damit ihr wisst, was ATAS ist, für wen ATAS ist, ob es für euch was ist, ja, was ihr damit machen könnt und wie das Ding grundsätzlich aufgebaut ist. Und wir werden auch kurz darüber sprechen, was für ein Service rundherum bei der Plattform geboten wird, was uns ein wenig von der Konkurrenz natürlich auch abhebt. Ja, also das ist grundsätzlich das, was wir heute vorhaben. Und es können aber, weil ich gesehen habe, es sind jede Menge Leute da, es können andere natürlich auch alle Fragen rund um ATAS in den Chat hier reinschreiben und ich versuche natürlich das besten Wissens und Gewissens zu beantworten, so dass da keiner traurig aus diesem Webinar rausgeht. Gut, na, dann fangen wir mal von vorne an. Was ist ATAS? ATAS ist eine Handels- und Analyseplattform, die sich auf das Analysieren von Volumen und Order Flow, Markttiefe und so weiter spezialisiert hat. Kann natürlich alle anderen Sachen, die gängig sind, auch. Ja. Wie kommt ihr zu dem Ganzen? Ich werde das jetzt ganz schnell überspringen, bevor ich zu den Neuigkeiten komme. Auf die Webseite gehen, atas.net.de/de, und ihr könnt ihr euch 2 Wochen gratis diese Plattform anschauen, im vollen Umfang. Das ist keine Abo-Falle oder sonst irgendwas. Wenn die 2 Wochen vorbei sind, ihr braucht keine Zahlungsarten angeben oder sonstiges. Ihr könnt das Ding einfach voll und ganz testen und euch dann anschauen. Und FXFlat hat da auch immer sehr gute Angebote. Ich glaube, für FXFlat-Kunden ist es kostenlos, so viel ich weiß. Sofern mich der Nelson hier nicht korrigiert. Bei einer Also. bestimmten Anzahl der Aktivitäten korrekt. Ja, also da gibt es ein tolles Angebot in Kombination mit FXFlat. Da verbindet man sich mit dem Broker und hat den Daten und auch kann dann auch direkt in sein Konto handeln. Das nebenbei bemerkt. Also ich werde jetzt nicht alles vorlesen, was hier auf der Webseite ist. Ihr könnt euch das anschauen. Und das war es dann auch soweit. Ja, wenn ihr da registriert seid, habt ihr einen Kundenbereich. In diesem Kundenbereich werdet ihr mit den neuen Blogs, also Artikeln rund ums Thema ATAS, Volumen, Order Flow und Handel versorgt. Auch die neuen Videos werden hier im Prinzip ständig reingespielt. Das heißt, ihr seid immer up to date. Ihr könnt hier auch Lizenzen kaufen, Lizenzen verlängern und so weiter und so fort. Da, wie gesagt, springen wir nur schnell drüber. Wir haben hier auch eine Sektion, die ist neu, meine Screenshots. Das heißt, für euch alle Screenshots, die ihr in ATAS macht, die werden hier auch noch einmal abgelegt für euch. Dann könnt ihr die
verschicken, verlinken, in euer Trading-Tagebuch einpflegen und so weiter und so fort. Und hier auf der Kontaktseite, das ist das, was für euch wichtig ist, weil ihr nicht nur die Plattform von uns bekommt, sondern einen Rundum-Service auch. Ja, hier haben wir im Prinzip die Webseite, ein Forum. Hier kommt morgen hinzu der Link für unsere Telegram-Gruppe. Wir sind hier mittlerweile, glaube ich, 220 Leute steigend. Die E-Mail-Adresse zum Support, ein Support-Telegram-Bot und Zusammenarbeit, sprich, das ist für Leute, die eben selber YouTube-Kanäle haben, Ausbildungen machen und so weiter und so fort. Also das ist für euch wichtig, ihr seid im sehr nahen Kontakt mit uns, wenn ihr die Plattform nutzt. Ja, das heißt nicht so, dass ihr irgendwo eine Lizenz kauft und dann hört ihr nie mehr was. Bei uns ist es so, dass wir das wollen, dass wir relativ nah beim Kunden sind und auch wissen, wo der Schuh drückt. Ja, soweit zu dem Thema. Und wir haben auch noch eine Wissensdatenbank, wo wirklich alles beschrieben ist, wie man den MetaTrader Pro 5 verbindet, wie man sich mit anderen Datenfeeds verbindet, wie man Atlas verwendet und so weiter und so fort. Also ich schaue da ganz schnell drüber mit euch. Den Rest machen wir in der Plattform. Und werden auch alle Indikatoren beschrieben. Also wenn ihr Fragen habt, im Prinzip könnt ihr hier zum Beispiel Smart reinschreiben, dann kommt alles, was Smart Day betrifft, Smart Dome betrifft. Also ihr habt da irgendwie eine kleine Suchmaschine, wo ihr dann im Prinzip alles über das Modul Smart Day zum Beispiel jetzt hier erfahren könnt. Ja, also und das ist alles auf Deutsch für euch. Jetzt gehen wir gleich mal wieder weg von der Webseite. Gut, wenn ihr Atlas startet, das machen wir jetzt einmal, ich mache das jetzt mal zu. Und ihr startet Atlas das erste Mal, dann kommt eine Eingabeerforderung. Ich hoffe, sobald. Jawohl, hier ist sie. Ihr kriegt hier das Login-Fenster. Wenn ihr euch bei Atlas registriert habt oder von FX Flat eure Zugangsdaten für Atlas bekommen habt, dann tragt ihr die hier ein. Dann gibt es hier einen Server, der steht standardmäßig auf Auto, der bleibt auch auf Auto. Dieser Server kümmert sich um die historischen Daten. Und hier haben wir eine Liste an Workspaces, die ist bei euch noch leer, weil ihr noch keinen angelegt habt. Das heißt, ihr könnt verschiedene Arbeitsflächen anlegen und die dann im Schnellstart bei Atlas direkt beim Login verwenden. Hier habt ihr noch, das ist für euch nicht so relevant, hier könnt ihr zwischen den Versionen wechseln. Stable, Latest, Beta, Alpha ist im Prinzip alles andere wie Stable, ist eine Entwicklerumgebung. Sprich, das ist für uns, ja. Also neue Features werdet ihr in der Beta testen können, aber es ist absolut nicht, ich sage es mal so, vorhergesehen, dass ihr hier Live-Trades absetzt. Okay, also Alpha, Beta, das ist eben was die Entwicklung betrifft und das kommt stückweise, kommt es dann zu euch in die Stable-Version. Und der Sinn dahinter ist der, dass wir hier mehrere Hürden eingebaut haben, dass wenn es dann in die Stable kommt, so gut wie keine Bugs mehr da sein sollten. Hier wird ja noch informiert, ob ihr die aktuelle Version installiert habt oder ob es Updates gibt, die zu installieren sind. Und hier habt ihr noch einen Link direkt zum Kundenbereich. Das, was wir uns gerade vorher angeschaut haben. Ja? Und das war jetzt ein bisschen lang, aber Doppelklick, dann kommt diese Maske. Ihr habt das einmal eingegeben, drückt hier auf Speichern und Verbinden und ihr werdet direkt mit den Atlas-Servern verbunden. Da kommt so ein kleines Glöcklein, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt jetzt. Und dann ladet sich im Prinzip das Hauptfenster auf. Wie immer bei unseren Webinaren, ich arbeite mit der Alpha-Version, weil ich ja die neuen Tools hier schon drin habe, diese testen muss, schauen muss, ob ich Bugs finde und so weiter und so fort. Dann kann es natürlich auch passieren, dass wir hier mal abschmieren. Ist in den letzten 25 Webinaren nicht passiert. Glaube auch nicht, dass es heute passiert. Aber es ist möglich. Alpha-Version ist halt immer ein bisschen kritisch. Wenn ihr hier im Prinzip Atlas das erste Mal startet und hier das Hauptfenster habt, dann wird sie wahrscheinlich, wenn sie das erste Mal dabei sind, ein wenig erschlagen werden, weil ganz viele Buttons, ganz viele Funktionen und so weiter und so fort. Aber wenn ihr schon mal eine andere Handelsplattform bedient habt,
dann werdet ihr feststellen, dass Atlas von der Bedienfreundlichkeit und es ist relativ einfach zu verwenden. Und da legen wir auch ganz viel Wert drauf, dass wenn ihr eine Plattform verwendet, dass ihr nicht eine Doktorarbeit drüber schreiben müsst, zuerst, dass ihr einen Chart aufmachen könnt. Also es ist relativ gut strukturiert, einfach und nicht zu verkompliziert. Das möchte ich damit sagen. Also wir haben hier das Hauptfenster offen. Und das Erste, was uns ins Auge springt, ist oben dieser Quick-Start-Button. Das ist ganz wichtig für all die, die neu sind. Vor allem ist es wichtig, weil wenn ich hier drauf drücke, dann bekomme ich verschiedene Templates, die wir in der Zeit einmal gemacht haben, in den Jahren, zur Auswahl. Dann könnt ihr mal grob einen Überblick haben, wie kann Atlas überhaupt ausschauen und was kann ich damit machen. Ob ich jetzt mit Footprints arbeite, ob ich mit COD-Daten arbeite oder ob ich mit Profilen arbeite oder direkt auf der Heatmap unterwegs bin. Das wird halt ständig erweitert, das Ding hier. Also wir haben hier verschiedene Templates für euch zusammengefasst, damit ihr ein bisschen einen Überblick habt, wie kann das Ding ausschauen, ja? Was kann ich damit machen. Es ist jeder ein bisschen anders sensitiv. Manche arbeiten gern auf so Verläufen, manche gern weiße Hintergründe, manche gern schwarze. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten in der Plattform, wie man sich den Arbeitsplatz selber herrichtet. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir hier ein paar, also nicht hunderte, aber einige Templates zusammenfassen. Das bauen wir gerade im Moment ein wenig um für euch, dass ihr da einen groben Übersicht habt, was so alles möglich ist. Ja. Man kann, wie gesagt, keine hunderte Templates hier reinpacken, aber das ist für euch einfach. Das Gleiche ist mit dem Smart DOM. Unser DOM ist halt anders wie andere DOMs. Wir haben nicht einen fixen DOM, mit dem ihr arbeiten müsst. Ihr könnt euch diesen DOM eben erstens farblich und zweitens funktional so herrichten, wie ihr das braucht. Ja. Wenn irgendwer aus TT kommt und überhaupt nicht zusammenkommt mit dem DOM, dann kann er sich eben einen DOM basteln, der genauso ausschaut und funktioniert wie der in TT. Und das schauen wir uns dann später noch an. Das Ding ist komplett modular und eben komplett editierbar. So wie es ihr das braucht, könnt ihr euch das herrichten. Ja, das fängt bei der Schriftgröße an, hört bei der Farbe auf, Filter setzen bei großen Limits und so weiter und so fort. Aber machen wir uns dann später, schauen wir uns das zusammen an. Das gleiche mit dem Smart Tape, das ist im Prinzip die Times and Sales Liste. Da gibt es halt nicht viele Templates, die wir machen könnten. Schauen wir uns dann auch an, wir gehen mal jedes Modul durch und grob an der Funktion schauen wir uns das an. Ist so, das, die Positionsfenster und die anderen Fenster sind auch alle editierbar von den Formen her. Was für euch eher das Wichtige ist am Anfang, ist hier die Sektion Education. Was haben wir hier drinnen? Hier haben wir wichtige Themen drinnen, die euch interessieren könnte. Einführung in Atlas, Überblick über die Funktionen und so weiter. Alles in Deutsch oder der Großteil in Deutsch. Kommt ständig was dazu. Schwache Marktteilnehmer, 5 Ideen für die Volumenanalyse. Da geht es weiter über alle anderen Themen, über das Volumen, über Footprints. Hier habt ihr geballtes Wissen in der Plattform dabei. Braucht es nur auf Öffnen klicken und könnt euch das anschauen. Hier werden halt verschiedene Indikatoren behandelt. Hier werden auch verschiedene Strategien teilweise getestet und wo man dann drauf kommt, das funktioniert einfach so nicht. Das ist einfach interessant. Hier könnt ihr euch wirklich einlesen und ihr habt einfach neben dem Handbuch und unserem Service habt ihr da einfach genug Input dabei, wo man sich ein super ein fundiertes Basiswissen ist auf jeden Fall drin hier. Ja. Und der letzte Punkt ist Verbindungen. Man sollte dazu sagen, zu dem ganzen Thema hier, zu diesem Quick Start Menü, wir sind hier noch nicht fertig. Ja, das ist gerade alles ein bisschen im Entstehen und es wird ständig verbessert und erweitert. Und in Verbindungen kommt man quasi, das schauen wir uns dann später auch an, zu dem Fenster, wo man verschiedene Datenfeeds oder Brokerverbindungen hinzufügen kann. FX Flat, Rhythmic, CQG, DX Feed und so weiter und so fort. Atlas selber ist Multi-Broker und Multi-Datenfeed fähig. Das heißt, ihr könnt verschiedene Konten in Atlas anschließen. Ihr könnt auch verschiedene Datenfeeds in Atlas anschließen. Ja. Gut, das war jetzt da dieser Quick-Start-Button. Ich würde sagen, wenn ihr das erste Mal startet, das Ding ist das einfach einmal gut zum Reinschauen und einmal reinschnuppern in das Ganze. Das Hauptmenü gliedert sich im Prinzip hier in 3 andere Bereiche. Wir haben das Home-Menü, das ist das, was ihr zu, ich sage mal, 95% brauchen werdet. Es gibt Einstellungen und Lizenzinformationen.
Da steht alles drinnen über eure Lizenz. Wie lange ist sie gültig? Wann läuft sie ab? Auf welchen Namen ist sie registriert? Und so weiter und so fort. Eher unwichtig. Und die Einstellungen, die wird sie am Anfang brauchen. Und das schauen wir uns jetzt alles an. Der Home-Bereich. Da ist das Wichtigste für jede Charting- und Analyse- und Trading-Plattform einen Chart öffnen. Wenn ich hier auf Chart klicke, und das ist bei jedem dieser Module so, öffnet sich der Instrumentenmanager. Hier haben wir die Möglichkeit, Instrumente bzw. Ticker oder Tools halt zu suchen, Futures, Kryptos und so weiter. Und schauen wir uns jetzt einfach einmal hier den E-Mini S&P 500 an, dann haben wir diesen Continuous-Kontrakt. Also ATHAS stellt euch einen zusammengefügten Continuous-Kontrakt aller Kontrakte zur Verfügung und ihr könnt hier auch die Einzelkontrakte nehmen. Ja. Kritisch wird es eben bei Einzelkontrakten dann, wenn ich Volumen analysieren möchte, die länger zurückliegen, dann sehe ich diese in diesem Kontrakt einfach nicht, weil ja ein Kontrakt einen Anfangstag und einen Endtag hat, wo reingehandelt wird. Und ATHAS stellt euch eben einen Continuous-Kontrakt zu jedem Future zur Verfügung, wo alles im Prinzip aneinander geheftet, Volumen gewichtet dann da drinnen liegt. Ihr könnt eure Lieblings-Trading-Tools dann hier mit dem Sternchen versehen und habt sie dann quasi vorne in den Favoriten drinnen. Ja. Wie gesagt, wenn ihr hier ein Apple sucht oder sonst irgendwas, dann kann man das hier reinschreiben und dann spuckt euch das System im Prinzip alles aus, was drinnen ist. Das ist bei Futures und allen Instrumenten so. Wie gesagt, dann mit dem Sternchen versehen, dann braucht man sich hier nicht mehr durchwühlen. Dann hat man hier seine Favoriten und wir haben hier auf Chart gedrückt und wir möchten jetzt den S&P 500 haben. Einen Doppelklick und dann sind wir quasi hier. Das ist quasi die Standardansicht von ATHAS, wie es in der Version 6 kommen wird. Ihr habt zu eurer Linken ein Volumenprofil vorab drinnen, ihr habt zu eurer Rechten die Markttiefe abgetragen und ihr habt den Chart, ganz normal. Ja. Was wir machen, was andere nicht machen, also es gibt ja Trading-Plattformen, da hat man einen Footprint-Modus, da hat man einen Volumen-Modus und so weiter und so fort. Wir sind da ein wenig einen anderen Weg gegangen. Bei uns ist der Footprint-Modus immer da. Ja, bei uns ist es halt so, wenn wir reinzoomen in die Kerzen, dann öffnet sich der Footprint-Modus. Das heißt, wir können in die Kerzen reinschauen. Und wenn wir rauszoomen aus dem Ganzen, dann schließt sich der Modus. Wir hätten hier auch noch im Prinzip eine Lupe, wo man über die Kerzen drüber fahren kann und sich dann den Inhalt als Footprint ansehen kann. Das heißt, wenn man hoch hat und ich möchte jetzt nicht unbedingt alles umstellen, dann kann ich hier reinschauen und kann genau schauen, was aus diesem Hoch passiert ist. Wichtig zu sagen ist eben, dass wenn man in diesen Footprint-Modus geht, einige von euch wissen nicht, was Footprints sind. Das ist jetzt aber egal. Ein Footprint ist im Prinzip das, was sich in der Kerze pro Preis abspielt. Und wenn man hier reingeht in diesen Modus, geht auf der linken Seite hier rüben ein Menü dazu. Seht ihr das? Und das heißt, wir sind im Footprint-Modus und können uns jetzt die Darstellungsweise bzw. das, was wir sehen wollen in den Kerzen hier definieren. Ich kann sagen, ich möchte hier nur das Volumen sehen. Ja, hier werden im Prinzip Bereiche, die mit mehr Volumen gehandelt worden sind, heller dargestellt und wo weniger Volumen stattfindet, dunkler. Ich kann sagen, ich kann dieses ganze Delta Colored haben. Das heißt, ich sehe das Volumen und sehe aber auch, ob das ein negatives oder positives Delta hat. Ich kann da ein Volumenprofil pro Kerze einschalten. Dann sehe ich sofort auf der Stelle, ich bin jetzt hier im 5-Minuten-Chart und wenn ich reinzoome, habe ich quasi ein 5-Minuten-Profil und sehe die Volumenverteilung auf den Kerzen. Das ist Timeframe-unabhängig. Ob ich hier einen Tageschart drinnen habe oder einen 5-Minuten-Chart oder einen 5-Tick-Chart, ist völlig irrelevant. Das ist eine Grundfunktionalität. Und hier habt ihr halt, ich werde nicht jeden durchgehen. Bid-Ask-Geschichten, Imbalance-Geschichten, Delta-Geschichten, Volumen-Delta. Also sagen wir es jetzt einmal so, wenn ihr diesen Modus hier öffnet, könnt ihr euch auch noch selber einen Footprint bauen, so wie ihr den haben möchtet, mit Inhalt, mit Farbgebung und so weiter und so fort. Und ihr kommt auf circa 400 Varianten, die ihr euch hier einstellen könnt. Ja, ihr könnt die Farben im Hintergrund ändern, ihr könnt eine Heatmap drüberlegen mit Heatmap-Verläufen
und so weiter und so fort. Hier gibt es wirklich ganz, 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 ganz wenige Einschränkungen und ihr könnt euch euren Footprint-Chart, so wie ihr ihn braucht für eure Analyse, für eure Arbeiten, könnt ihr euch da zusammenstellen. Ja, das ist jetzt einmal das Herzstück des Ganzen, wenn es um Footprints geht. Das heißt, reinsummen und man ist sofort bei diesem Modus, den man dann editieren kann. Zu eurer Linken habt ihr hier verschiedene Zeichenwerkzeuge, die brauche ich wahrscheinlich jetzt nicht großartig erklären. Es ist quasi wie in jeder Charting-Plattform, hat man die Möglichkeit, verschiedene Sachen einzuzeichnen, verschiedene Levels einzuzeichnen und so weiter und so fort. Ihr könnt euch diese Zeichenliste hier, Zeichenobjektliste, könnt ihr euch auch frei editieren. Das heißt, wenn ihr jetzt da nie mit Fibonacci's arbeite, dann brauche ich meine Fibonacci-Sachen hier drinnen zum Beispiel nicht. Ja. Oder wenn ich nie eine Ellipse verwende, dann kann ich mir hier meine 5 wichtigsten oder 10 wichtigsten reinpacken und habe die halt immer schnell bei der Hand beim Zeichnen. Ja. Was noch recht cool ist, muss ich sagen, ist im Prinzip ein bestimmtes Zeichenobjekt. Ihr habt die oben hier in der Zeichenobjektliste auch immer alle drinnen und hier auch. Und was relativ cool ist, ist ein Zeichenobjekt, das nennt sich im Prinzip ganz doof Volumenprofil zum Zeichnen. Man kann es auch umstellen auf TPOs. Ich kann mir im Chart gewisse Dinge einzeichnen als Volumenprofil. Das heißt, wenn es mich interessiert, was hier oben passiert ist, dann kann ich mir das einzeichnen und kann mir das im Nachgang anschauen. Ich mache es auch gern, dass ich Strecken mit dem Volumenprofil abfahre und schaue, wie sich die Volumengewichtung, wie sich die verhalten hat. Das ist ein Zeichenobjekt, wo ich quasi, egal welchen Zeitraum, mir als Volumenprofil zusätzlich einzeichnen kann. Sehen wir mal hier. Gut, das ist jetzt das Instrument. Wir haben uns jetzt den Footprint-Modus angeschaut und ganz kurz diese hunderten verschiedenen Varianten, die wir hier verwenden können. Es ist, wie gesagt, ein Einführungswebinar. Wir gehen in andere Webinare gern wieder auf spezielle Dinge ein, wo wir einfach viel mehr Zeit brauchen, um das Ganze durchzugehen. Ja. Gehen wir das Chartfenster als Ganzes kurz durch. Wir haben hier links oben das Instrument. Wenn wir hier draufklicken, können wir jederzeit von dem Chart, den wir offen haben, das Instrument wechseln. Das heißt auf einem anderen Future, auf einem anderen Kontrakt oder Kryptos oder Aktien, was wir halt brauchen. Hier haben wir den Selektor für den Timeframe, wobei man bei Atlas sagen muss, es sind nicht nur Timeframes. Wir haben hier Minuten, wir haben Sekunden, wir haben Ticks, wir haben Volumen, Delta, Range, verschiedene Range-Algorithmen, wir haben Renko, Reversal, Order Flow, Cumulative Trades. Und all diese Timeframes, ich erkläre es einfach anhand der Minute, der M3 ist standardmäßig nicht dabei. Und wenn ich einen M7 haben möchte, dann kann ich hier auf Konfigurieren gehen und kann mir einen M7 hinzufügen. Also all diese Chart-Typen sind quasi frei editierbar. Und wenn ich haben möchte, dass der M1 hinter dem M3 ist, dann schiebe ich ihn einen zurück, drücke auf Übernehmen und habe dann im Prinzip hier meinen M3 und dann meinen M1. Also ich kann hier frei darüber verfügen und einstellen, welche Renko-Größen das ich verwende. Ich kann mir da hier reinsortieren, welche Tick-Charts, welche zeitbasierten Charts. Hier können wir noch im Prinzip einstellen, wie viele Tage Historie der Chart zeigen soll. Mit einem Enddatum, wenn ich weiter zurückschaue. Und das war es dann quasi mit diesem Bereich. Gibt es Fragen bis dahin? Moment, ich sehe die Fragen gar nicht. Ich muss hier kurz. So. Der Andreas sagt, ja, seine Zeichentools sind nur oben. Ja, das kann sein, so wie ich eingangs erwähnt habe. Wir haben hier die Alpha-Version. Ihr seht hier auch schon ein bisschen was zu euch in Kürze kommt. Ja, also sobald die Updates ausgerollt werden, habt ihr das Ganze natürlich auch. Deswegen sehen manche nicht alle Funktionen jetzt. Ja, aber das ist nicht mehr lange und dann habt ihr das auch drinnen. Ich habe hier nur ganz kurz ein wenig die Krise, weil ich die Fragen nicht, da sind doch einige Fragen. Ich habe sie nur nicht gesehen. So, ich komme gleich zurück auf die Fragen. Ich werde nur schnell diese paar Icons hier durchgehen. Also jetzt haben wir uns die Timeframes angeschaut. Ich glaube, das ist alles gesagt. Hier haben wir einen Schnellselektor. Hier kann man auch hinzufügen. Um was geht es hier? Hier kann man Hotkeys auf der Tastatur vergeben und kann schnell Kontraktzahlen wechseln.
ist nicht für jeden gedacht. Ja, manche handeln nur mit ein, zwei Kontrakten. Aber wenn einer schnell rausscalen oder reinscalen möchte in die ganze Geschichte, kann er hier eben über Hotkeys seine Positionsgröße schnell ändern. Und hier kann ich, ich glaube, unlimitiert kann ich hinzufügen, kann ich auch löschen, kann ich auch verändern und kann natürlich einstellen, ob das nur für diesen Chart gilt. Ganz wichtig. Ich lösche mal die Indikatoren raus, dass wir mal einen nackten Chart haben. Damit wir hier die Funktionen auch sehen. Das ist jetzt, wie gesagt, der Candlestick-Chart, wo man in die Footprints reinfahren kann. Wir haben auch den klassischen Pars-Chart. Ja, der darf nicht fehlen. Wir haben auch transparente Kerzen. Ihr könnt auch hier jegliche Farbe ändern. Also hier gibt's, ihr könnt die Dochte anders einstellen, ihr könnt den Rahmen, also ist wirklich, hier gibt es, glaube ich, keine Limitierung, was für euch. Jeder arbeitet gern anders und jeder strickt sein eigenes Westerl hier von den ganzen Sachen. Also hier könnt ihr eben transparente Kerzen verwenden. Für was braucht man transparente Kerzen? Wir haben einige Tools wie den Cluster Search und andere Indikatoren, die einem von außerhalb große Trades und Ereignisse reinzeichnen. Und dann kann man eben diese Kerzen auf transparent stellen, dass man in den Kerzen sieht, wo das in etwa stattgefunden hat. Können wir uns später anschauen. Wir haben den Standard-Linien-Chart, das ist nichts Besonderes. Den Cluster-Chart ist im Prinzip der Footprint-Chart durchs Reinzoomen. Wir haben auch andere klassische Ansichtsweisen wie Mountain. Und wir können hier auch komplett ausblenden. Einer fragt sie mir, ja, für was sollte ich mir hier eigentlich was komplett ausblenden? Das ist für diejenigen, die gern mit Profilen arbeiten, aber keine Kerzen brauchen auf diesem Chart. Das heißt, die blenden sich Profile ein. Machen wir das auf die Schnelle. Wir hauen uns einen Indikator rein und nennen den kurz mal TPO and Profile. Das ist der Standard-Profilindikator, der im Prinzip alles abdeckt, was wir hier haben. Wir haben jetzt einen 5-Minuten-Chart und das Profil ist auf Daily gestellt. Ja. Und wenn ich jetzt hergehe und mir das anschaue, was mit Kerzen los ist, dann sehe ich hier die Kerzen. Und wenn einer nur Profiling betreibt auf einem Chart, dann kann er sich diese Kerzen ausblenden. Und dann hat er quasi einen Profilchart ohne irgendwas. Und deswegen gibt es hier diese Option Ausblenden, dass nichts anderes am Chart ist. Das haben wir eh gerade durchgeschaut auf der linken Seite, was in Zukunft für alle kommen wird. Schauen wir uns diese Zeichenobjekte nochmal an. Ganz grob, also Linien, Vierecke, Fibonaccis, Profile, Highlights, bestimmte Marker, Short- und Long-Positionen ist nicht übel. Hier kann man sich im Prinzip einzeichnen mit dem CAV, mit dem Target und mit dem Stop. Kann man sich das prozentual auf die Kontogröße rechnen lassen. Das sind so kleine Spielereien. Wichtig. Und ich habe hier auch eine Frage bekommen. Wie schaut es aus, wenn ich mehrere Charts habe? Klone mir den schnell mal auf die Schnelle, dass ich mehrere Charts habe und mache mir hier einfach einmal einen Tageschart draus und blende die Kerzen ein oder Clusters, was auch immer. Und dann schauen wir uns das an und die Frage hat gelautet, ja, in Atlas gibt es kein globales Zeichnen. Wir haben hier ein Problem. Das ist zum Teil richtig, an dem arbeiten wir gerade. Es gibt diese globale Linie, die ist hier drinnen, einsam und alleine. Und die schauen wir uns schnell an. Wenn ich hier einzeichne, eine globale Linie, habe ich in den anderen Charts des gleichen Instruments auch drinnen. Das war quasi ein Testobjekt, das wir in die Plattform eingefügt haben, damit wir geschaut haben, wie funktioniert das gut. Also, wenn ich meine Zeichenobjekte von einem Chart in den anderen schmeißen möchte, ich mache hier jetzt ein Viereck und möchte genau dieses Viereck auf diesen Preis auf dem 5-Minuten-Chart haben, dann habe ich das jetzt hier drin. Wie habe ich das gemacht? Steuerung C, Steuerung V, Copy-Paste. Das heißt, mit Copy-Paste kann man alle Zeichenobjekte von allen Charts in andere Charts kopieren. In Zukunft wird es möglich sein, das zu automatisieren. Dazu schauen wir uns dann aber später mehr an. Das heißt, entweder ich mache es mit Kopieren einfügen, ja, mit dem Ganzen, oder eben mit Steuerung C, Steuerung V. Für jeden, der Windows verwendet, erkennt das. Steuerung A ist zum Beispiel alles markieren im Chart und wenn ich dann auf Delete drücke, ist es weg. Wenn ich Steuerung Z drücke für rückgängig, ist es wieder da. Also hier haben wir normale Windows-Funktionalität, wird aber in Zukunft erweitert mit diesem globalen Zeichnen. Wie wird das dann funktionieren? Also unsere Pläne sind dahingehend so.
Wir können ja Charts jetzt schon im Prinzip gruppieren mit Farben. Ich sage, das ist jetzt, der Chart ist in der Gruppe Rot und der Chart ist auch in der Gruppe Rot und alles, was ich dann im Prinzip in der Gruppe Rot einzeichne, wird übernommen in den anderen Chart. So sollte das dann in Zukunft funktionieren, an dem arbeiten wir gerade und wird einigen ja, das Leben erleichtern, weil ich bin es zwar gewohnt mit Copy-Paste, aber es ist schon eine Erleichterung, wenn es das dann vollautomatisch gibt. Ja. Was haben wir hier noch? Hier haben wir diese ganzen Kürzel haben wir hier. Ja, wir können die zeigen, ob Projekte locken, wir können sie ausblenden, wir können rückgängig machen, einfügen, kopieren, alles auswählen, bevor man es kopiert, wir können alles löschen und so weiter. Hier sind auch nochmal die Schnell-Tastenkombinationen für die Tastatur. Hier können wir die Objektliste können wir im Prinzip auf die andere Seite stellen. Wir können magnetische Linien verwenden und entscheiden, wie sensitiv das dieser Magnet ist. Das war mal das. Und dann machen wir kurz mal wieder Kerzen. Das nächste, was wir hier haben, ist eben diese Lupe. Mit M auf der Tastatur. Und hier können wir eben, ist egal in welche Kerze oder in welchen Timeframe, können wir hier reinschauen und können wir uns dann auf die Schnelle diese Informationen holen. Das ist das Indikator-Window. Hier kommen alle Indikatoren zum Vorschein. Das schauen wir uns dann später mehr an. Hier können wir noch die Crosshairs, im Prinzip die Mauszeiger verändern. Wir können sagen, dass wir ein globales Crosshair haben, dann muss ich am zweiten Chart auch sagen, dass ich das ein globales Crosshair ist. Und wenn ich hier im Prinzip am 5-Minuten-Chart mich verirre oder hier, dann sehe ich das Prinzip, wo ich bin am anderen Chart. Ist relativ gut, wenn man einen Übersichtschart hat und sagt, aha, hier war die Bewegung, wie schaut das im 5-Minuten-Chart aus zum Beispiel, dann hat man im Prinzip ein Global Crosshair bei euch. Das ist diese Funktion. Das ist jetzt ein wichtiges Thema. Templates. Ihr könnt euch in Atlas Templates von einzelnen Charts erstellen. Ein Template ist in Atlas ein Farbset. Aufpassen. Und man kann sich Snapshots speichern in Atlas. Ein Snapshot ist alles. Das heißt Farbe, Indikatoren, Zeichnungen und so weiter und so fort. Das ist eben dieses Fenster hier oben und hier könnt ihr euch entscheiden, entweder ein Template oder ein Snapshot. Ja, ihr könnt ihr das laden, ihr könnt ihr importieren, ihr könnt es hinzufügen, ihr könnt es als File exportieren und einen Freund schicken und ihr könnt hier Favoriten wählen von euren Templates. Warum? Wenn ich hier einen Favorit wähle und ich gehe hier bei Chart unten auf dieses kleine Kästchen hier, dann kann ich sofort ein Template laden. Also kein Standardchart, sondern sofort ein Template von diesen, die ich hier im Prinzip in dieser Liste als Favorit gewählt habe. Die habe ich dann hier in der Schnellauswahl drinnen. So, ein Punkt noch und dann gehe ich die Fragen an. Und zu guter Letzt haben wir hier den Chart Trader. Was ist der Chart Trader? Wenn ich hier draufklicke, macht er sich auf. Hier kann ich schnell Orders in den Markt legen. Hier kann ich mir auch, wenn ich mehrere Trading Accounts verbunden habe mit Atlas, mir den Account raussuchen, auf den ich handeln möchte. Was habe ich hier noch? Ich kann hier die Sizes eingeben. Ich kann OCO Orders aktivieren. Ich kann automatische Exit-Strategien aktivieren, sprich automatische Stellen auf Break-Even, automatischer Trailing-Stop, automatisches Target, automatischer Stop, multiple Stops, multiple Targets und so weiter und so fort. Das ist hier drinnen. Was habe ich hier? Trading from Chart. Das braucht ihr mit der Maus nicht anrühren. Ihr drückt einfach die Leertaste. Dann habt ihr Trading from Chart. Und dann seht ihr hier auf dieser Seite, Maustaste links und rechts und wenn ich über dem Preis bin, Maustaste links und rechts und ich kann im Prinzip kann sofort auf die Schnelle mir meine Orders in den Markt schmeißen. Ja, also Leertaste gedrückt halten und dann habe ich mit meiner linken und rechten Maustaste kann ich mir meine Limits und meine Stops sofort legen auf der Stelle. Das zum Thema diese Symbolliste da oben. Und jetzt werden wir ganz kurz die Fragen anschauen. Gebt mir eine Sekunde bitte. So. Gibt es eine Möglichkeit, wie man am einfachsten visuell eine Divergenz darstellen kann? Naja, es kommt darauf an, welche Divergenz. Es gibt Divergenzen im Delta, es gibt Divergenzen im Orderbuch, da brauche ich ein bisschen was Konkreteres. Welche Art von Divergenz? Ja, wir können einen Preis-Delta-Divergenz haben.
Man kann auch kumulativ Delta-Divergenz haben. Also Divergenzen gibt es ja im Trading-Jargon ziemlich viele. Da tun wir jetzt ein bisschen schwer. Der Mario fragt, Michael, ich habe eine Frage bezüglich des DOMs. Ist es möglich, das Pooling und Stacking im DOM so darzustellen wie bei der Konkurrenz? Ich bin in einer größeren Community und dort sind viele, die Atlas benutzen, aber eben den DOM von Sierra Charts, um Pooling und Stacking der zugrunde liegenden Limits schön zu sehen. Liebe Grüße zurück, danke. Ich schweife kurz ab vom Thema, um diese Frage zu beantworten. Ich hoffe, es stört keinen. Ich mache kurz diesen DOM auf. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie die Konkurrenz das Pooling und Stacking zeigt, aber ich zeige es euch, wie man es im Atlas macht. Ja, also wir werden jetzt ein bisschen vorgreifen auf den Smart DOM und zurückgehen später in den Charts, sodass wir da ein bisschen Struktur reinbringen. Das ist der Standard DOM in Atlas. Ihr seht hier die Ask-Seite, Bid-Seite, was Market getradet wird, den Preis und ein tägliches Profil, Orders und die Queue-Position. Ihr könnt euch, wie anfangs erwähnt, im Quick-Menü, ihr könnt euch diesen Smart DOM frei editieren. Das heißt, ihr geht in den Einstellungen und habt hier verschiedene Spalten. Diese Spalten könnt ihr den DOM hinzufügen. Machen wir das jetzt ganz kurz testweise. Ich füge eine zweite Preisspalte hinzu. Ich gehe auf Preis, mache einen Doppelklick und habe hier im Prinzip diese Spalte noch einmal. Hier unten unter Preis. Die kann ich jetzt mit oben und unten verschieben in diesen DOM und mir dort hinlegen, wo ich möchte. Ja, ich kann sie auch wieder rauslöschen. Jetzt ist sie wieder weg. Also hier kann ich mir im Prinzip aus den ganzen Modulen einen DOM bauen und jedes einzelne Modul auch noch von der Farbe her ändern, auch wieder unendlich. Unendlich. Wir werden uns jetzt aber, um diese Frage vom Kollegen zu beantworten, das Profil rausschmeißen, das brauchen wir jetzt nicht, die Orders rausschmeißen, den Queue rausschmeißen und den Preis, Bid Ask und die Markets lassen wir wieder drinnen. Und jetzt gehen wir her und fügen das Modul Depth Changes hinzu. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir ein Modul. Dieses Modul schaut mir auf die Veränderung der Limitseite in Echtzeit. Ja, also, wir haben hier die Ask-Änderungen. Wir können uns auf Bid-Änderungen oder wir können uns auf beide stellen. Wir brauchen natürlich beide. Und haben hier jetzt quasi in Echtzeit die Ansicht, ob was auf die Bid- oder Ask-Seite aufgeladen wird oder abgezogen wird. Und was wir hier noch machen können, was schön ist, wir können das Ganze filtern. Ich möchte jetzt nicht sehen, wenn eine Limit dazu kommt oder wegkommt von diesem Preis. Ich möchte sagen, die Größe muss mindestens 5 betragen. Das heißt, wenn wer 5 oder größer auf ein Level draufschmeißt oder wegpackt, dann möchte ich das sehen. Und jetzt ohne viel einstellen, das Flash können wir ja wegtun hier. Oder zumindest ein wenig transparenter schalten. Ja, ist ein bisschen besser. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So, was passiert hier jetzt? Ich mache da hier mal einen Klick drauf. Starten wir bei 0. Atlas schaut euch jetzt auf all diesen Levels, inklusive Best Ask und Bid, was hier passiert. Wird hier abgezogen oder wird hier draufgeladen? Und hier ist es natürlich sehr interessant, wenn ich einen Level habe, so wie die 25 hier, die ständig befüllt wird, zum Beispiel, und ständig reingekauft wird in dieses Level, dann weiß man ganz genau, dass es hier Absorption gibt, beziehungsweise, dass hier Aufträge im Hintergrund stehen, die darauf warten, dass sie ausgeführt werden. Ja. Und das ist im Prinzip Pulling und Stacking. Man sieht, ob gepullt oder gestackt wird auf Preisleveln. Ich mag diese Ansicht hier nicht so, weil sie mich mehr verwirrt. Ich habe das dann halt gern auf Autoclear. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Hier macht der DOM Folgendes. Er schaut mir genau auf das, was ich sehen möchte. Ja, ich sehe, dass hier im Prinzip jetzt draufgeladen oder abgezogen wird. Aber bei jedem Preistick macht er mir ein Clear. Ja, ich brauche das nicht kumuliert, aufgerechnet und so weiter. Ich schaue mir das für jede Preisbewegung an. Weil für mich ist es ja nur wichtig, wenn der Preis stehen bleibt und ständig wo reinhandelt und ich sehe auf der anderen Seite, dass ständig irgendwer Limits nachlegt, das ist für mich wichtig. Es ist für mich nicht wichtig, was hier quasi hier unten da oben und was kumuliert passiert. Aber das nutzt jeder anders. Und was wir hier noch haben, ich glaube, ich kann es euch in dieser Version zeigen, das geht auch in Kürze zu den anderen raus. Wir haben hier den Modus Histogramm noch dazu. Warum haben wir das?
Und das trifft dann eher mehr Leute, die das eben so verwenden, ohne Autoclear. Ihr seht schon, es ist unglaublich, weil jeder ein bisschen anders arbeitet. Ich schalte jetzt einfach mal kurz weg, damit wir das sehen. So, wir haben hier den Histogramm-Modus dazu dann, weil es einfach unglaublich irre ist, ständig auf Zahlen zu schauen. Ja. Und mit den Filtern und mit den richtigen Einstellungen kann man hier doch schon sehen, was hier passiert anhand des Histogramms, ohne dass man die Zahlen dauernd anschauen muss. Ich hoffe, das war von der Antwort her jetzt einigermaßen okay. Ich wüsste nicht, wie man Pooling und Stacking im DOM, zumindest im DOM, anders darstellen kann, soll, muss. Wenn es was Besseres gibt, eine Mail an mich und dann haben wir das. So einfach ist das bei uns. Gut, Frage haben wir da noch? Gut, diese Frage habe ich beantwortet, was das globale Zeichnen betrifft, vom Andreas. Bis dato muss man halt hergehen und mit Copy-Paste übertragen, außer die Global Line, die drinnen ist, die funktioniert, aber das ist eine Übergangslösung. Ja, wir arbeiten sehr hart daran, dass wir da nicht einfach irgendwas bringen, sondern was bringen, was Sinn macht. So, Zeichentools nur oben, haben wir geklärt. Dann Norbert fragt, wie stellt man Bid und Ask ein, wenn man beim Zeichnen ein Volumenprofil anlegt? Moment. Gut, dann nehmen wir mal einen normalen Chart. Hier schmeißen wir den raus. Und ich zeichne hier jetzt mal ein Volumenprofil. So, da haben wir das Fixed TPO in Profile. Das ist das auf der linken Seite, was wir verändern können. Das brauchen wir jetzt nicht. Und dann haben wir eben das TPO in Profile Zeichenobjekt. Und ich zeichne mir jetzt einfach testweise diesen Bereich hier ein. Und dann mache ich einen Doppelklick auf dieses Profil und kann ich das Profil im Prinzip verändern. Ich kann hier im Prinzip auf Delta schalten und ich kann auch auf Delta Colored, so kennen es einige von euch, schalten und kann mir alles Mögliche, ich kann mir meine Linien erweitern auf die Preise. Ich kann das Ganze als TPO darstellen. Ich kann das, na, also. Füll dein eigenes Webinar, was bei uns mit den Volumenprofilen los ist. Und ihr seht hier eine kleine Auswahl von den ganzen Settings. Aber im Prinzip sind die wichtigsten Einstellungen ganz oben. Und das hat eben genau dieses Delta betroffen. Ja, ich möchte, dass der Profiltyp ein Delta ist oder ein Bid-Ask ist vom Stil her. Was war gefragt? Es war Bid und Ask gefragt. Also Delta. Bid Ask und dann sehe ich im Prinzip beim gezeichneten Profil, ich kann da natürlich auch reinzoomen dann zu dem Ganzen, kann man das dann anschauen, sehe ich dann ganz genau, was los ist. Ja. Und wenn man, das will ich kurz anschneiden, das Thema, wenn wir wieder bei der Optik sind, beim Profil, manche mögen das so nicht. Soll so sein. Die haben das halt lieber als Bars, ja, oder sie haben es lieber als Border. Also ich sage, es gibt hier keine Einschränkungen. Ja. Und wenn ich hier einen Gradienten einschalte, dann sind Bereiche, die mehr gehandelt werden, farbfülliger und andere Bereiche werden transparent. Also ihr habt hier wirklich keinerlei Einschränkungen. Sollte irgendwas, wie gesagt, fehlen, eine kurze Mail an mich. Dann haben wir das jetzt auch durch. Kann man sich den Bock jeder Kerze als Linie in der Kerze anzeigen lassen, ohne dass man in den Footprint-Chart zoomt? Ja, kann man. Gibt es einen Geheimtrick? Gibt es einen Geheimtrick? Den schauen wir uns jetzt an. Im Footprint-Modus ist klar, wo der Bock liegt. Im Normalfall, falls er hier eingestellt ist, schauen wir uns gleich an. Ist eingestellt die dicken Zahlen hier. Man kann sich das, damit man es alles besprechen. Man kann sich das hier auch im Footprint-Chart besser anzeigen lassen, sehe ich gerade, weil das ist hier nicht so, ist nicht so optimal, das Ganze. Meine Kollegen haben da schon wieder ein wenig beim Menü herumgespielt, so dass ich nichts mehr finde. Den Cluster-Einstellungen, diese Einstellungen betreffen den Footprint und hier hat man zusätzlich
die Möglichkeit, den Maximum Level zu definieren. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt gelb haben, kann ich hier noch die Dicke angeben von dem Ganzen. Dann sehe ich hier in der Kerze den Bock zusätzlich noch dazu, zur dicken Schreibweise von der Schrift. Ja. Wenn ich hier aber rausgehe, dann sehe ich das nicht mehr. Und so wie der Kollege sagt, das ist natürlich, ich kann hier mit der Lupe reinschauen und sehe, wo meine Pocks liegen. Aber manche möchten das gern eben im Kerzenschatz selber haben. Und dazu, es ist ein bisschen ein Workaround, aber das funktioniert gut, geht man in den Cluster Search. Das ist ein Indikator, der sich spezialisiert hat auf Volumensuche in den Handles, in den Footprints. Fühlt auch ein Webinar und sagt, mein Minimalvolumen ist 1 und sage aber zusätzlich, ich hätte gerne One Selection pro Kerze. Und dann sage ich noch, ich möchte hier von mir aus kein 4x haben, sondern Only Price. Und das Ganze machen wir jetzt auch gelb. Machen wir gelb, gelb ist gut. So, was habe ich hier gemacht? Ich habe Arthas gesagt, es soll Volumen suchen, das mindestens 1 groß ist. Ihr habt es gesehen, wenn ich hier Only One Selection per Candle ausschalte, ist alles markiert, weil alles zumindest ein Volumen oder größer ist. Wenn ich One Selection per Bar oder per Candle einschalte, dann nimmt er mir von dem gesuchten Wert immer das Größte. Und das größte Volumen pro Kerze ist der Bock. Und somit habe ich im Prinzip über den Cluster Search mit 3 Klicks mir meinen Bock rausgesucht. Und ich sehe hier im Prinzip am Candle Stick, wo das Maximalvolumen in der Candle liegt, ohne dass ich den Footprint-Modus betreten muss. Was ich hier tut, das kann ich euch auch mitgeben, für die Fortgeschrittenen schon, ich habe ein paar Zuschriften bekommen, die hätten gern in diesem Cluster Search die Möglichkeit, nur nach Pocks zu suchen. Das heißt, Pocks, die nur in der oberen Lunte sind, Pocks, die nur in der unteren Lunte sind und so weiter und so fort. Wir können hier sagen, wo er was suchen sollte, am High, am Low, im Body, überall, am oberen Docht, am unteren Docht. Und hier werden wir im Prinzip die Calculation von Bit können suchen, As, wir können Delta suchen, wir können Tick suchen. Hier wird ein POC dazukommen in Zukunft und dann können wir spezifisch nach POC suchen, die eben eine gewisse Sache haben. Zum Beispiel ein POC, der nur am unteren Docht ist mit einem positiven Delta zum Beispiel, die können wir dann suchen. Das ist geplant für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen, was ich meine. Gut. Gaston fragt, ob man sich eine Intraday Value Area anzeigen lassen kann, die sich laufend entwickelt. Ja, kann man. Es tut mir leid, ich muss ein bisschen off-topic werden vom Chart, aber wir machen den ganz bestimmt noch durch. Aber machen das jetzt ganz schnell, dass der Herr Kollege das auch sieht. Das Ding heißt in Atlas Dynamic Levels. Was ist Dynamic Levels? Wir machen das jetzt auf Daily. Und wir sehen hier im Prinzip die Value Area Entwicklung vor High und Low. Beide Value Area Preise sehen wir in Echtzeit, wie sie sich entwickelt haben über den Tag. Zusätzlich auch den POC, wie er gesprungen ist und mit wie viel Volumen, dass er gesprungen ist. Hier können wir uns das anzeigen lassen, wie sich eben eine Value Area seit Session Beginn, ja, wie sich die entwickelt, wo sie hin ausbricht, noch wo sie hin verschiebt, wohin sich der Bock verschiebt und so weiter und so fort. Können wir machen. Ja. Damit wir jetzt den Chart ein wenig fertig kriegen, ganz kurz noch, wir sind stehen geblieben beim Chart Trader hier. Gehen wir hier weiter rüber. Wir haben hier noch die Möglichkeit, den Chart zu scalen, das heißt, diesen zu komprimieren. Jetzt haben wir ja jeden Tick. Wir sehen 0, 0, 25, 50er, 75er, also 4 Ticks pro Punkt. Und hier kann ich das Ganze verschieben. Ja, das heißt, wenn ich ja im Prinzip hier 4 eingebe, dann habe ich auf einmal hier in meiner Preisachse ganze Punkte. Das heißt, ich habe 4 Ticks in einem Punkt zusammen komprimiert. Die Kerzen sind jetzt 4-mal kürzer. Achtung. Und aber auch, das ist ganz wichtig, das Volumen der 4 Ticks ist jetzt auch zusammengerechnet. Ja. Und auch die Profile. Das heißt, ich kann mir hier hoch illiquide oder dynamische Objekte ein wenig komprimieren. Wo macht denn das am meisten Sinn? Das macht am meisten Sinn zum Beispiel bei Bitcoin und so weiter oder bei manchen Aktien,
oder bei sehr schnell und wahnsinnig schnell laufenden Futures. Beim Bitcoin zum Beispiel, wenn ich mir den hier reinhole, habe ich hier ein Scaling von 100 automatisch. Atlas erkennt das und haben Scaling von 100. Das heißt, er komprimiert mir 100 Preise zu einem Level. So ist im Prinzip, ich zeige es euch kurz, ist zwar ein wenig off-topic, aber ich zeige es euch. So, wir haben hier den Chart. Ist zwar nicht der Bitcoin, ist der, ich glaube, es ist der Ripple. Und hier haben wir ein Scaling Automatik. So, was macht er mir? 5. Ein Scaling von 5. Bitcoin wäre schöner gewesen zum Herzeigen. Das heißt, er komprimiert 5 Preise, damit ich im Prinzip einigermaßen gute Volumendaten und Kerzen sehe. Ich möchte gern, hier ist er. Ich hoffe, ich krieg's. So, hier haben wir ihn. Das ist, ich mache es groß für euch. Und Bitcoin. Wir machen es auf normale Kerzen, damit man es ein bisschen sehen kann, was hier abgeht. Hier hat das 10 Scaling vorgeschlagen. Das heißt, er macht mir 10 Preise zu einem Preis automatisch. Und wenn ich das Ganze wegmache, dann sind meine Kerzen natürlich größer. Und ich sehe, ich hoffe jetzt habt ihr es. Jetzt habt ihr es gesehen, um was es da geht. Ja, ich habe hier elendlange Kerzen mit wenig Volumen drin. Ja. Und wenn ich sage, machen wir zumindest 10 Preise oder machen wir jetzt da zur Ansicht, machen wir das so, machen wir einfach 50. Ja. So. Jetzt hat mir im Prinzip Atlas 50 Preise zu einem Preis zusammenkomprimiert, damit ich hier was sehe, was hier passiert. Damit ich dann auch sehe, zum Beispiel in diesen vielen Ticks, Preisbewegungen, was passiert ist. Ja. Das kann man sich eben mit diesem Scaling kann man sich das einstellen. Ja. Ist wichtig, wie gesagt, für Instrumente, die sehr dünn sind und weite Bewegungen machen. Gut, das war das Thema Scaling. Hier haben wir noch das Thema Screenshot. Ihr braucht hier nur mit einem Klick drauf klicken. Automatisch wird ein Screenshot von eurem Chart abgespeichert und in eurem Kundenbereich zur Verfügung steht. Das heißt, ihr könnt es dann sharen, kopieren und so weiter und so fort. Löschen und verwalten könnt ihr es natürlich auch. Ist ein gutes Feature. Hier haben wir im Prinzip selbsterklärend Full Screen Mode, also Vollbild. Hier haben wir eben das Gruppieren. Hier kommt man zu den Chart Settings. In diesen Chart Settings sind die Einstellungen für die Farben, für den Hintergrund, aber auch Update vom Chart. Hier haben wir die ganze Footprint-Einstellung und hier haben wir im Prinzip auch noch die Trading-Einstellungen. Also wenn ich zum Beispiel hier einen Demo-Trade absetze und das Ding jetzt im Prinzip verkaufe, dann ist bei mir die Order sofort drinnen. Ja. Man kann sich das aber einschalten, dass man jede Order bestätigen muss vorher. Und das ist eben diese Einstellung One-Click-Mode. Hier kann man das machen. Und hier kann man sich auch sogar diese Positionsanzeigen, Stop und Limit Order visuell darstellen, wie lang sind sie sein, welche Farbe sie haben und so weiter und so fort. Und hier kommt ja natürlich bei jedem Chart hier auch noch einmal auf Templates. Das war es jetzt vom Grundgerüst vom Chart her. Ja, also das ist eh nicht wenig, aber man kann auch sagen, hier dieser Play-Button, dann bewegt sich der Chart automatisch weiter, wenn ich zoome. Hier kann ich mir noch das Autoscale einschalten, dass er mir die Größe automatisch je nach Zoom-Faktor reinzoomt in das Ganze. Mit dem Mausrad kann ich hier zoomen. Das Ganze ist eigentlich relativ selbsterklärend. Gut, gibt es Fragen zum Chart? Hier gibt es Fragen. Ah, der Marius sagt in Sierra sieht man das nicht in Zahlen, sondern optisch mit Balken. Und ja, die Balken gibt es bei uns auch. Bei Andreas hat eine gute Frage, ob das Zeichnen in Gruppen nicht problematisch ist, wenn ich die Gruppe das Instrument wechsle. Und natürlich ist es problematisch, weil wenn ich was kopiert habe und ein Instrument wechsle in einem Chart, dann wechselt mir die ganze Gruppe in das Instrument. Ja. Das ist schon klar. Aber es sollte auch so sein, wenn ich das Instrument wechsle und dann wieder zurückwechsle, dass meine Zeichenobjekte dann wieder da sind. Ja, das ist das, was wir planen.
Also, was der Kollege meint, ist natürlich, wenn ich hier zwei Charts habe und diese beiden Charts in die blaue Gruppe schmeiße und dann hergehe und sage, okay, in diesem Chart, ich wechsle auf den F-DAX, dann wechselt natürlich die ganze blaue Gruppe auf den F-DAX. Und es ist völlig egal, ob das jetzt eben ein Dome, ein Smart Tape oder sonstiges Modul ist in Atlas. Wenn die in der blauen Gruppe sind, dann wechseln die alle. Und wenn ich im Smart Dome hergehe und sage, okay, jetzt möchte ich Crude Oil sehen, dann wechseln wir natürlich alle blauen Charts auch hierüber. Ja, es ist aber kein Nachteil. Das ist ja kein Nachteil, wenn ich jetzt da im Prinzip das Global zeichnen habe und sage, in allen blauen Charts wird das übernommen und ich wechsle dann das Instrument, ist ja kein Thema. Weil wenn ich zurückwechsle, dann habe ich die Zeicheninstrumente von den alten Charts noch hier. So sollte das funktionieren. Das haben wir erledigt. Der Andreas fragt, wann die Version rauskommen wird. Ich weiß, dass von heute auf morgen einiges von der Beta-Version in die Latest kommt. Also die Frage von wann ist immer damit abhängig, hängt damit zusammen, welche Version das ihr nutzt. Und von der Logik her natürlich die Stable-Version, die wird am wenigsten oft geupdatet, aber dafür sind es größere Updates und es sind halt Updates mit den wenigsten Bugs. Eine Beta-Version wird wöchentlich geupdatet, aber hier ist natürlich die Chance, Bugs zu haben, relativ hoch. Ja, und von diesem Feedback leben wir natürlich dann auch. Und kriegen dann einen Report rein und sagen, das und das funktioniert nicht so, wie es sollte, oder das kann man verbessern. Dann kriegen wir eine E-Mail, dann schauen wir uns das Ganze an und dann verbessern wir das so, dass das für euch passt. Soweit das Ganze vom Prozess her, wie das läuft. Also, wenn ihr was habt bei der Nutzung von der Software, das euch nicht gefällt, dass man verbessern kann, das nicht passt. Wenn ihr Features habt, die was unbedingt in die Plattform müssen, könnt ihr hier oben im Hauptmenü im Prinzip ein Feature Request stellen. Ihr könnt auch im Prinzip direkt an den Support schreiben. Das kommt ja meistens zu mir oder zum Mitarbeiter. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Ja, und das ist nicht das erste Mal, dass User, weil ihr seid die User da draußen, ihr nutzt die Plattform, mit Top-Ideen um die Ecke kommen, dass wir auch selber sagen, wow, das ist eine gute Sache. Und dann haben wir das meistens, wenn es nicht zu aufwendig ist, schnell implementiert. Wir haben jetzt kurz den Chart durch. Jetzt ganz schnell über die anderen Module. Den Smart Dome haben wir uns ja kurz angeschaut. Da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel machen. Wie gesagt, das füllt alles Webinare, was wir hier haben. Da kann man hier im Prinzip das Ganze noch zeichnen und verändern und so weiter und so fort. Wir haben hier daneben das Smart Tape, das ist die Times and Sales Liste in Atlas. Hier sehen wir jede Ausführung, die eben am Future passiert. Das ist im Prinzip ein Reconstructed Tape. Das heißt, Atlas schaut für euch und fügt große Trades wieder zusammen, die eben von der Börse als Einzelprints kommen. Und was wir hier können, das machen wir ganz schnell auch, wir können Filter setzen. Das Tape läuft irrsinnig schnell, obwohl es schon aggregiert ist. Wir können sagen, ich möchte im Tape jetzt nur Volumen sehen, die größer wie 10 sind. Dann seht ihr hier, ihr könnt euch Alarme setzen, wenn irgendwas größer ist wie 10, kommt es dann hier rein. Ihr könnt auch hier alle Farben und Spalten verändern. Ihr könnt im Prinzip alles wegtun, was ihr nicht braucht. Average, Speed by Sell. Manche haben wirklich nur das, was zählt. Das ist Zeitpreis, Volumen, Bid Ask und Größen brauchen sie nicht. Die haben dann im Prinzip so ein Tape. Und was Atlas mit allen Modulen kann, ist mit allen Modulen, das ist jetzt unabhängig vom Chart oder sonstiges, auch mit Modulen, die im Hauptmenü sind. Ihr könnt, wenn ihr ein Modul nehmt oder einen Chart und in den anderen Chart zieht, kommt in der Mitte so ein blaues Kreuz. Und hier könnt ihr dann aussuchen, ob ihr links, oben, unten, rechts, ob ihr das andocken wollt. Das heißt, ihr zieht das Fenster rein, rechts lasse ich aus und Atlas macht euch dann aus beiden Fenstern ein Verbundfenster. Das heißt, ihr habt dann ein Fenster, könnt ihr das im Prinzip groß-klein machen. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt hier, machen wir nochmal einen Klon davon. Ich möchte den jetzt nicht links, rechts, oben, unten andocken. Ich möchte den mittig haben. Dann lasse ich ihn in der Mitte aus. Und dann macht euch Atlas unten im Prinzip, also das sind jetzt die gleichen Charts, deswegen sieht man da keinen Unterschied, macht euch Atlas unten im Prinzip diese Tables, wo ihr draufdrücken könnt. Ihr könnt auch dann, wenn das einmal erstellt ist, oben, unten eine Watchlist oder andere Module, die ihr händisch aufmachen könnt, könnt ihr jetzt da direkt drauf. Ich möchte einen neuen Chart haben hier drinnen. Ich möchte hier drinnen den F-DAX haben. Und dann ist hier drin der F-DAX. Dann könnt ihr das Ganze auch so machen.
Das ganz grob jetzt für die Übersicht. Was haben wir im Hauptfenster noch? Wir haben das Bid-Ask-Tape, wo ihr euch eben den Bid-Ask-Verlauf anschauen könnt. Dieses wird so, wie es jetzt ist, weiterentwickelt werden. Das ist schon einige Jahre alt und da fehlt einiges. Aber es gibt's. Wir haben hier noch für die Statistiker das All Prices Modul. Ihr könnt hier jedes Instrument aufmachen und könnt ihr euch im Prinzip numerisch diesen Zeitraum raussuchen, aus Excel exportieren. Die ganzen Volumen, Trades, Bid, Ask und Delta-Werte blitzschnell raussuchen. Also das heißt, vom heutigen Tag war auf der 41,45 das höchste Volumen und auf der 41,44,25 die meisten Trades. Ja, der größte Verkaufsdruck quasi auf der Delta-Seite war auf der 4,150. Da haben am meisten Leute verkauft. Der Preis runtergefahren ist, weiß ich nicht, ich habe meinen Chart nicht angeschaut. Aber so Sachen kann man sich eben mit All Prices machen. Mit Positionen, hier ist es ganz klar, das ist ganz normales 1x1. Hier haben wir die ganzen Order, die Trades, die aktiven Positionen, die, was ich gerade vor dem Demo gemacht habe, mit 200 Minus schließen, dann ist sie weg. Die verschiedenen Accounts, wie viel auf den Accounts drauf ist. Ganz wichtig, Atlas liefert euch Atlas SIM mit. Atlas SIM ist ein Paper Trading Account. Das ist genau dieser Account. Den könnt ihr standardmäßig und immerfort für das Paper oder Demo Traden verwenden. Und wenn hier das Geld aufgebraucht ist, gibt es rechte Maustaste, Reset Account, und er ist wieder bei 100.000. Und da kann man eben trainieren und üben. Gut, wir haben hier eben dann noch News. Hier habt ihr die Möglichkeit, News-Internetseiten mit Atlas zu verbinden. Das aktualisiert sich alle Minute und gibt einen Alarm, wenn gewisse News kommen. Ein Alarmsender, Indikatoren, Zeichenobjekte und so weiter können Alarme im Prinzip schicken und ausgeben. Hier im Alarmzentrum könnt ihr Lautstärke ein- und ausschalten, Pop-up-Windows ein- und ausschalten. Ihr seht, welcher Alarm in welchem Layout, in welchem Chart getriggert wird. Das ist also eine Alarmzentrale, wo alle Alarme zusammenkommen. Hier haben wir das Market Replay. Ich verbinde es euch schnell. Hier könnt ihr im Prinzip einen Markt in Echtzeit und mit echten Daten wiedergeben in verschiedenen Geschwindigkeiten. Ihr habt hier die Möglichkeit, eben ein Startdatum und Uhrzeit, ein Enddatum und Uhrzeit anzugeben. Dann sagen wir hier ES und dann kann ich mir noch die Datengüte angeben lassen. Also ich kann es mit Level 2 Daten, das heißt, ich kann es mit Markttiefe abspielen. Und dieses Abspielen betrifft nicht nur den Chart, sondern auch das Smart Tape, den Dom und alle anderen Module, die in Atlas vorhanden sind. Also ein echtes Market Replay mit Level 2 Daten. Wichtig für euch ist dieses Fenster, weil wenn ihr Atlas das erste Mal startet, bewegt sich nichts. Nicht schrecken, das ist normal, ihr habt einfach keine Börsendaten. Und über Verbindungen, oh, mein Market Replay muss ich zuerst ausschalten. Über Verbindungen ist es euch möglich, eben Broker und Datenfeed-Anbieter mit Atlas zu verbinden. Die Liste ist bei euch leer. Und hinzufügen, MetaTrader 5, Rhythmic, CQG, alles da. Für jeden Datenfeed hier gibt es hier ein Fragezeichen. Da kommt man im Prinzip zur Online-Anleitung, wie die Sachen funktionieren. Sollte es Probleme geben, ein E-Mail an mich und ich helfe euch weiter. Diese Buttons hier ist im Prinzip das, was ihr hier unten seht. Order, Trade, Strategien, Accounts ist im Prinzip das Gleiche. Ihr habt das deswegen, weil ihr diese Sachen auch rausziehen könnt, in Charts anheften könnt und so weiter und so fort. Ja, ihr habt ein Journal, ihr habt Equity-Kurven, sofern was gehandelt worden ist und so weiter und so fort. Das ist jetzt das Hauptfenster gewesen von der Plattform. Ihr könnt hier oben noch eure Sprache einstellen, wenn wer gern Englisch hat oder Französisch oder Chinesisch, ist alles da. Ich denke, ich habe vom Hauptfenster und vom Standard her nichts vergessen. Ich schweife ganz schnell drüber und dann mache ich die letzten Fragen. Wir haben hier noch Einstellungen. Diese Workspaces, wenn ihr einen Arbeitsbereich erstellt und Atlas schließt, dann fragt euch Atlas, ob ihr den speichern möchtet. Das heißt, ich mache mir zum Beispiel, keine Ahnung, einen Workspace für DAX-Handel. Dann mache ich mal einen Workspace für COD-Handel und so weiter und so fort. Kann verschiedene Workspaces anlegen und kann mir die auch dann laden. Die Layouts, das machen wir ein anderes Mal, weil es uns jetzt zu verwirrt. Ich kann in jedem Layout, in jedem Workspace mehrere Layouts haben, wo ich auch umschalten kann. Aber machen wir anders mal mehr. Das im Prinzip soll Atlas hell oder dunkel sein. Manche haben wirklich ein Problem damit, wenn die Plattform zu dunkel ist.
Ich hoffe, ich crash mir jetzt nicht die Alpha-Version dadurch. Ah ja, er hat es überlebt. Im Prinzip, manche haben ein Problem damit, wenn es dunkel ist. Hier kann man es von hell auf dunkel schalten und so weiter und so fort. Das dauert jetzt wieder eine Sekunde hier. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit, sämtliche Sounds, die wir in Atlas haben, selber zu definieren, also meine eigenen Soundfiles habe, möglichst alles vom Chart, vom DOM und vom Trading und global ist möglich mit Hotkeys. Das heißt, ihr könnt Atlas komplett über die Tastatur bedienen. Hier könnt ihr euch das einstellen bei den Hotkeys. Die Exchange Settings sind für euch eher nichts. Die braucht man nicht für den normalen Gebrauch. Die Zeitzonen, die braucht ihr. Weil manche stehen drauf, dass sie die Chartzeit eben als lokale Zeit bei euch vor Ort haben und manche hätten gern halt, dass die US-Zeit drinnen ist in den Charts. Also wenn bei uns 15:30 ist, dass im Chart 9:30 steht und so weiter und so fort. Hier könnt ihr das nach Symbol und nach Börse verschieben, das Ganze. Das heißt, ihr habt einen Chart auf, ihr seht jetzt die Uhrzeit, die passt bei mir nicht, dann klickt ihr hier rein, klickt hier auf die kleine Uhr. Load Local Time, dann habt ihr die Lokalzeit zumindest in den Charts. Ihr könnt, je nachdem, wo ihr auf der Welt seid, könnt ihr eben dieses Zeitfenster verschieben. Achtung, das ist nur die Ansicht bei euch. Ja, das Open ist trotzdem dort, wo das Open ist. Ja, aber die Zeit, die angezeigt wird, bei mir ist es die Lokalzeit, also im jetzigen Fall 19:06 Uhr, wird bei mir in den Charts angezeigt. Hier könnt ihr diesen Wert verschieben. Kommissionen, ganz einfach erklärt. Hier könnt ihr für das Demo-Trading auf Atlas SIM Kommissionen vergeben, damit in eurer Statistik diese Kommissionen auch berücksichtigt werden. Die erweiterten Einstellungen brauchen wir heute nicht. Und das war's von mir. Ich beantworte euch nur schnell die Fragen. Andreas fragt, ob es schon Neues gibt über den Eisberg-Indikator. Ja, es gibt einiges Neues. Das machen wir ganz schnell noch. Ich zeige euch was wir gerade in Entwicklung haben und es wird einigen von euch freuen. Ich möchte euch das anhand einer kurzen Tech-Demo zeigen. Und zwar, ah ja, wenn ich mir nicht verschreibe, dann wird es funktionieren. Und zwar, lass mal das einmal starten hier. Bekommen wir in Zukunft und ziemlich bald eine komplett neue Heatmap. Was heißt das? Eine neue Heatmap? Diese Heatmap aktualisiert sich, soweit ich informiert bin, alle 50 Millisekunden. Das ist die Basis für das, was kommen wird. Wir werden einige Indikatoren liefern, die Eisbergs detektieren können, native und nicht native, Stop-Runs und so weiter und so fort. Wir sind da schwer dabei, dass wir da was für euch zusammenbauen. Und diese Heatmap ist auch wieder voll editierbar, wie es ihr das haben möchtet, wie es ihr das braucht. Ja. Und das Schöne ist bei dieser Heatmap, ich muss hier nur schnell was ausschalten. Diese Heatmap, ihr werdet es gleich sehen, je nachdem, wo die Volumen liegen und wo die großen Limits liegen. Ihr seht es jetzt heute ein wenig, wenn ich hier durchswitche, die aktualisiert sich in Echtzeit. Das heißt, wenn ich hier rausgehe, ihr seht das. Also das wird, es ist noch nicht fertig, aber es wird ein sehr starkes Tool werden. Das Ganze ist voll also voll für euch einstellbar, wie es ihr das braucht. Ja. Und in einer richtig tollen Geschwindigkeit. Das hat eben, das ist der Vorteil, weil wir eben unsere Render-Engine umgestellt haben, um zukünftig unter Umständen auch was für den Mac zu machen. Ja, das wird eine tolle Sache. Diese Technologie kommt aber zusätzlich auch in den DOM-Levels-Indikator. Und unsere Tools, die wir dazu basteln, die zeigen wir dann, wann sie dann soweit sind. Ich hoffe, das hat jetzt kurz gepasst. Andreas fragt, ob es Realtime-Kurse für den SIM-Account gibt. Wir stellen gar keine Kurse. Atlas stellt keine Kurse. Ihr müsst Atlas mit einer Datenfeed-Quelle verbinden.
Das ist notwendig. Also wir stellen keine Kurse. Es gibt auch für Demo nichts. Ja, es gibt Anbieter wie Rhythmic und so weiter und so fort, die bieten 2 Wochen Demo-Accounts an. Das bietet sich dann natürlich optimal an, das Ganze zu testen. Was wir machen, aber das ist nicht relevant für Futures, wir stellen Kurse testweise für Kryptos. Das ist Crypto-Data, das ist integriert in Atlas. Das heißt, ihr könnt euch Kryptos anschauen, damit ihr seht, wie sich das bewegt. Aber wie gesagt, einen Demo-Datenfeed oder eben bei FX Flat ein Konto aufmachen, Datenfeed buchen, MetaTrader 5 verbinden und dann ist die Sache gegessen für euch. Ja, dann könnt ihr damit arbeiten. So, also das war's von meiner Seite. Eine kurze Einführung in das Ganze. Ich habe wieder sehr viel Input in diese Stunde reingepackt. Für alle, die neu dabei sind, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein bestimmtes Thema haben möchtet, schreibt es eine E-Mail, ja, an mich oder an FX Flat. Und ja, habe ich noch vergessen zu sagen, wie gesagt, dieses Video sowie auch alle anderen sind auf YouTube verfügbar im Kanal von FX Flat. Und wenn ihr in unsere Telegram-Gruppe kommen möchtet, also wenn ihr Atlas schon verwendet oder ihr habt es vor, wie gesagt, sind über 200 Leute drinnen, die sich gegenseitig top helfen, wo gegenseitig ja, Templates ausgetauscht werden und Wissen ausgetauscht wird, ist eine super Sache. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt mir eine kurze E-Mail an de.support@atlas.net und ich schicke euch den Einladungslink durch. Dann könnt ihr jederzeit in diese Gruppe reinschnuppern oder auch dabei bleiben. Wir wachsen schnell. Nelson, das war's von meiner Seite aus. Ja. Super. Also war wirklich sehr viel Information. Ich glaube, dass die Aufzeichnung dann entsprechend auch viele Aufrufe haben wird. Ist alles gespeichert, kommt so schnell wie möglich online auf YouTube, bei unserem FX Flat Kanal. Und ich bedanke mich bei allen, die heute live dabei waren oder sich eben gerade die Aufzeichnung anschauen bzw. angeschaut haben. Und wünsche noch für die restliche Woche noch viel Erfolg. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und ich würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Schönen Abend, Michael. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.